Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Rücktritt in Nordrhein-Westfalen. 4 Monate vor der Landtagswahl warf der sozialdemokratische Justizminister Haag das Handtuch. Geldwaschanlagen in Baden-Württemberg unter der Lupe. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft bestätigte, dass im Zusammenhang mit verdeckten Parteispenden rund 300 Verfahren laufen. Zweigleisig ins All. Die Bundesrepublik will sich sowohl am bemannten Weltraumprogramm der USA finanziell beteiligen, als auch an der Weiterentwicklung der Europarakete. Personalkarussell im Weißen Haus. Präsident Reagan geht mit einer veränderten Mannschaft in seine zweite Amtszeit. Ministerrücktritt in Nordrhein-Westfalen und das im Vorfeld der Landtagswahlen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu den Tagesthemen. Der nordrhein-westfälische Justizminister Dieter Haag, SPD, ist heute Abend von seinem Amt zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenz aus Gerüchten um seine Person im Zusammenhang mit einem 30-Millionen-Steuer- und Bauskandal in Hagen. Nicht gegen Haag, sondern gegen seinen ehemaligen Anwaltskollegen Grawert wird ermittelt. Dem Minister hatte die Staatsanwaltschaft bestätigt, nicht einmal der Hauch eines Verdachtes richte sich gegen ihn. Dennoch der Rücktritt. Das hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau nicht eingeplant. Nur 4 Monate vor der Landtagswahl im Mai muss er sich wieder einen neuen Justizminister suchen. Erst im Dezember 1983 war Dieter Haag als Nachfolger von Inge Donnep in sein Amt eingeführt worden. In einer für die nordrhein-westfälische Justiz schweren Zeit. Der Grund, die Parteispendenverfahren. Immer wieder wurden heftige Vorwürfe wegen der Art der Behandlung dieser Verfahren gegen die Staatsanwälte und das Justizministerium in Düsseldorf erhoben. Sicher und souverän sollte Dieter Haag nach dem Willen der Landesregierung sein Amt ausüben. Doch schon bald nannten ihn Kritiker blass und farblos. Doch nicht seine zurückhaltende Art, sondern seine Bürogemeinschaft in dieser Hagener Anwaltskanzlei wurden ihm zum Verhängnis. Der Chef dieser Kanzlei ist in einen Steuer- und Bauskandal verwickelt. Er war der Berater einer Finanz- und Immobiliengesellschaft, die rund 1200 Anleger um etwa 30 Millionen Mark geprellt haben soll. Immer wieder betonte der Justizminister, von diesen Vorgängen nichts gewusst und somit auch nicht daran beteiligt gewesen zu sein. Dies bestätigte auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft. Gegen Dieter Haag gäbe es keine Verdachtsmomente. Doch es gab einen Schönheitsfehler. Die Ehefrau des Ministers hatte vor Jahren von dem inzwischen verhafteten Immobilienmakler 3 Eigentumswohnungen gekauft und dabei einen angeblich marktüblichen Rabatt in Höhe von rund 145.000 Mark erhalten. Andere Kunden des Unternehmens sollen keine Rabatte bekommen haben. Obwohl dies alles schon seit gut einem halben Jahr bekannt war, trennte sich Dieter Haag erst im Dezember letzten Jahres von seinen Hagener Anwaltskollegen. Für viele Beobachter viel zu spät, besonders für die oppositionelle CDU. Sie witterte gleich ein Wahlkampfthema. Auf einer gestrigen Pressekonferenz wollte sie allerdings noch keinen Rücktritt fordern. Ferner fiel in Düsseldorf auf, dass sich Johannes Rau mit öffentlichen Erklärungen in der ganzen Affäre zurückhielt. In den letzten beiden Tagen dann gab es auch innerhalb der SPD die ersten Rücktrittsforderungen. Heute Abend schließlich gab der Sprecher der Landesregierung den Inhalt des Rücktrittsschreibens bekannt. In seinem Brief betont Herr Haag, er möchte mit seiner Entscheidung, und das ist seine Begründung, angesichts der gegen ihn betriebenen Kampagne, wie er sich ausdrückt und wie er sich, wie ich glaube, zu Recht ausdrückt, auf die weitere Arbeit der Landesregierung und auf den bevorstehenden Wahlkampf Rücksicht nehmen und Belastungen, entbehrten sie auch jeder sachlichen Grundlage, vermeiden. Affären ohne Ende, Parteispenden mit Steuerhinterziehung und politische Einflussnahme sind die nächsten Stichworte. Diesmal in Baden-Württemberg. Bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft laufen zurzeit insgesamt rund 300 Ermittlungsverfahren wegen verdeckter Parteispenden. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Vertreter von 2 baden-württembergischen Fördergesellschaften der Wirtschaft.
Diese funktionierten als regionale Geldwaschanlagen. Größenordnung 42 Millionen Mark in 11 Jahren. Den Löwenanteil der verdeckten Spenden sollen CDU und FDP kassiert haben. Unser Kollege vom Norddeutschen Rundfunk, Joachim Wagner, führte umfangreiche Recherchen durch. Als Beispiel Fälle von politischer Machtausübung übers Geld in Richtung FDP. Der Ex-FDP-Vorsitzende Morlock auf dem Weg in die Bütt, als die Liberalen Baden-Württembergs noch über sich lachen konnten. Du hast nur einmal im Jahr Narrensitzung und ich jede Woche einmal drüber in Stuttgart, wo ich gelegentlich schaffen muss. Ihnen, hochverehrte Tollität, besten Dank für die Kampagne und noch viel Erfolg für den Rest der Kampagne. Die Wahlkampagnen der FDP wurden im Ländle zu einem großen Teil aus einer Geldwaschanlage finanziert. Aus den Kassen der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft Baden-Württemberg. Die Liste der Kuratoriumsmitglieder liest sich wie der Gotha der Wirtschaft im Südwesten. Seit 1952 waren rund 800 Firmen, meist vorübergehend, Mitglied in diesem sogenannten Berufsverband. Nach den Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat der Spendenverein von 1969 bis 80 rund 42 Millionen Mark eingenommen, die nach Meinung der Strafverfolger zu einem wesentlichen Teil der CDU und FDP direkt und indirekt zugeflossen sind. Gegen 200 Verantwortliche sind Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die im Spendenverein zusammengeschlossenen Wirtschaftsbosse gaben die Millionen nicht uneigennützig weiter. Die Fördergesellschaft verlangte, dass die Wirtschaft vor wichtigen politischen Entscheidungen gehört und ihre Wünsche bei der Nominierung von Kandidaten beachtet werden. Mitte der 60er Jahre bekamen nur die FDP-Wahlkreise Sonderzuschüsse, deren Kandidaten das Vertrauen der Fördergesellschaft hatten. Zu ihnen gehörten der Ex-Finanzminister Müller, Ex-Wirtschaftsminister Leutze, der jetzige CDU-Finanzminister Palm und der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Grüner. Als die Freidemokraten 1969 zum ersten Mal mit der SPD koalierten, drehte der Spendenverein der FDP den Geldhahn ab. Dadurch verlor sie die Hälfte ihres Etats. Ende 1972 trafen sich in der Firma Bosch eine hochkarätige FDP-Delegation unter Leitung des damaligen Bundesaußenministers Scheel mit den Managern der Fördergesellschaft. Ihr Thema? Wiederaufnahme der Zahlungen an die Freidemokraten. Auf Empfehlung von Professor Merkle, der Nummer 1 im Elektrokonzern wie im Spendenverein, öffnete die Geldwaschanlage ihre Kassen wieder für die FDP, weil sie, so die Begründung, seit Bildung der sozialliberalen Koalition mehrfach hat erkennen lassen, dass sie die immer klarer werdende Hinwendung der SPD zum Sozialismus nicht mitzumachen gedenke. Im bildungspolitischen Bereich schlicht verantwortungslos. Freiheit für El Salvador forderten die Jungdemokraten auf dem Dreikönigstreffen 1982. Weil die Jugendorganisation der Liberalen, so die Fördergesellschaft, zu weit nach links gedriftet war, kürzten die Geldwäscher die Zuwendungen für die FDP um ein Drittel. Erst nach einem Bittgang Morlocks floss ein Teil der Gelder wieder. Vor dem Untersuchungsausschuss verdeckte Parteienfinanzierung des Baden-Württembergischen Landtages legitimierte Professor Merkle im Herbst 1983 diese Spendenpraxis. Ohne diese Spendentätigkeit hätte keine Partei ihren verfassungsgemäßen Auftrag, an der politischen Willensbildung mitzuwirken, in angemessener Weise wahrnehmen können. Insofern kommt der auf freier Initiative beruhenden Spendentätigkeit ein nicht zu überschätzender staatspolitischer Wert zu. So hier waren die Motive der Fördergesellschaft in Wirklichkeit nicht. Insbesondere das Ködern und Knebeln der finanziell abhängigen FDP zeigt, dass der Spendenverein in erster Linie ein Machtinstrument der Wirtschaft war, um demokratische Willensbildung und politische Entscheidungen durch Geben oder Vorenthalten von Spenden zu beeinflussen. Und nun weitere Nachrichten des Tages. Einigung über umgerüstete Altautos. Experten der Bonner Regierungsparteien haben heute ein umfangreiches Steuerentlastungspaket beschlossen, das jetzt noch in einer Koalitionsrunde abgesegnet werden muss. Die Höhe der Entlastung und ihre Dauer hängen davon ab, ob 30 oder 50% der strengen US-Abgaswerte erreicht werden.
Für alle nachgerüsteten Pkw wird der derzeitige Steuersatz von 14,40 Mark auf 13,20 Mark je 100 Kubikzentimeter gesenkt. Für nicht nachgerüstete Altfahrzeuge erhöht sich der Satz auf 18.